Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Indoor-Klettern im Zuge der Ferienaktion der Stadt Bruck an der Mur. Auch Tiere leiden unter der enormen Hitze. Und Tischtennis, eine tolle Aktion für die Ferienkinder. Klettern hieß es im Ferienpassprogramm. Mit voller Begeisterung waren die Kids bei der Sache. Klettern ist nicht nur anstrengend, es erfordert auch Mut und Geschicklichkeit. Man muss besonders darauf achten, dass die Kinder alles gut verstanden haben und sich super auskennen. Speziell darauf, dass das Ganze gut verstanden worden ist, dass die Kinder die Sicherungsbewegung intus haben, dass das alles hinhaut. Weil gerade bei Kindern muss man natürlich schauen, die haben nicht so eine gute Aufmerksamkeitsspanne, da muss man natürlich schauen, dass die das wirklich begriffen haben, bevor man wirklich loslegt. Deshalb machen wir es auch gerade bei Kindern speziell genau und ganz langsam durch, dass es wirklich auch Hand und Fuß hat. In der Kletterhalle in Bruck an der Mur finden oft Kurse aller Art statt. Ja, wir haben ein umfangreiches Kursprogramm da in der Kletterhalle Bruck. Kann man alles bei uns in der Website Alpinschule No Limit oder auf unserer Facebook-Seite nachschauen. Also wir haben diverse Kurse für Kinder sowie auch für Erwachsene. Wir haben betreutes Klettern, das über das ganze Jahr verteilt. Die Kinder einmal in der Woche herkommen, die haben dort eine Betreuung und wir bringen ihnen Schritt für Schritt bei, was dazu gehört. Also wir haben normale Kurse für Erwachsene oder auch für Jugendliche, wo wir sagen, ja, wir machen jetzt da in 8 Einheiten Vorstiegklettern, Nachstiegklettern, alles durch. Und bei kleineren Kindern ist es gerade auch interessant, dass sie in Form eines betreuten Kletterns das Ganze Schritt für Schritt und ihrer Entwicklung gemäß beigebracht kriegen. Das kann man dann auch über das ganze Semester verteilt machen. Also wir haben ganz kleine Kinder auch, ganz kleine Kindergruppen, junge Kindergruppen. Die werden auch betreut, das ist auch so ein betreutes Klettern. Da brauchen die Eltern auch nicht dabei sein, die brauchen es nur herbringen. Dann haben wir da eine Betreuung für sie, die auf sie aufpasst. Also da brauchen die Eltern nicht dabei sein. Auch bei Kursen für Jugendliche und Kinder brauchen die Eltern nicht dabei sein. Also einfach vorbeibringen und wir machen das dann, ja. Den Kindern sah man die Freude am spannenden Klettersport an. Sie waren sehr konzentriert und hatten großen Respekt vor dieser Sportart. Gerade heute einmal machen sie es super bis jetzt. Also ich bin sehr zufrieden, sehr verantwortungsbewusste Kids größtenteils. Also sie machen das echt super. Natürlich ist ein cooles Erlebnis für die Kids, wenn sie da wirklich einmal ein bisschen eine Höhe erleben können und vor allem die Verantwortung füreinander übernehmen, sie gegenseitig sichern, aufeinander aufpassen. Das ist natürlich eine gewisse Verantwortung, die man ihnen da überträgt und das spüren sie und das taugt ihnen. Und dass die sich gegenseitig sichern können. Klettern ist und bleibt ein aufregender Nervenkitzel, den man so schnell sicherlich nicht mehr vergessen wird. Bei dieser heurigen Hitzewelle haben es nicht nur die Menschen schwer, auch die Tiere leiden darunter. Zu viel Hitze und Sonne ist für Haustiere schon fast eine Qual. Der Sommer ist vor allem für die Hunde eine sehr mühsame Zeit. Egal ob bei Spaziergängen oder beim Toben im Garten, man sollte immer darauf achten, wie es dem Haustier geht. Tiere können Hitze wesentlich schlechter vertragen, als wir das können, weil sie ganz andere Mechanismen haben, um Temperaturen loszuwerden. Der Mensch regelt es hauptsächlich über Schweißabsonderungen. Bei Tieren funktioniert das, oder bei Hund und Katze zumindest, funktioniert das fast ausschließlich übers Hecheln. Dadurch sind sie wesentlich hitzeempfindlicher als der Mensch. Und welche Tiere sind am meisten betroffen? Am meisten betroffen sind Hunde und Katzen und Kaninchen. Wobei bei Hunden zu sagen ist, je älter und dicker die Hunde sind, desto schwieriger vertragen sie die Hitze. Beziehungsweise kurzschnäuzige Rassen haben oft sehr große Probleme mit der Temperaturregulation. Wie manche Mops oder französische Bulldoggen, englische Bulldoggen, die haben wesentlich mehr Probleme bei starker Hitze. Aber was soll man dagegen tun, wenn man sieht, dass es dem eigenen Haustier wegen der Hitze schlecht geht? Also wenn er beginnt, irgendwie auffällig stark zu hecheln, man das Gefühl, er wird sehr unruhig, die bekommen dann einen Stress, dann kann man es erst einmal versuchen, Temperatur messen und schauen, ob die Temperatur noch normal ist. Das macht einen großen Unterschied. Wenn er die Körpertemperatur nicht mehr halten kann, also wenn sie steigt über gegen 40 Grad oder noch höher, dann sollte man wirklich so schnell wie möglich zum Tierarzt fahren, mal zumindest einmal nachfragen. Und ansonsten kann man versuchen, dass man ihn kühlt, möglichst in einen kühlen Raum bringen, kühles Waldwasser anbieten zum Trinken, nicht eiskalt. Man kann ihn, auch wenn er sich gefallen lässt, mit einem Gartenschlauch draußen ein bisschen vorsichtig abkühlen, aber nicht eiskalt, sondern eher kühl oder lauwarm das Ganze machen. Auch mit feuchten Tüchern wäre es möglich. Aber das Wichtigste ist einfach versuchen, ihn ruhig, Ruhe bewahren und in einen ruhigen, kühlen Ort zu bringen. Bei großer Hitze, Anstrengung, bei hohen Temperaturen oder im Auto können Hunde also stark überhitzen. Leider gab es heuer schon ein paar Fälle, bei denen Haustiere die Hitze schlecht verkraftet haben.
Ja, schon. Also wir haben sowohl Hunde gehabt, die es wirklich viel zu heiß gehabt haben, die einen Sonnenstich bekommen haben, einfach durch starke Sonneneinwirkung auf Kopf- und Nackenbereich, aber auch einige Kaninchen, die in ihren Freigehegen vergessen worden sind ohne Sonnenschutz. Auch die Aufbewahrung von Medikamenten spielt für die Gesundheit der Tiere eine große Rolle. Medikamente am besten nach Anweisung des Tierarztes, das heißt meistens gekühlt in einem kühlen Raum. Man sollte seine Haustiere also immer vor der heißen Zeit schützen und darauf achten, dass es ihnen trotz der Hitze gut geht. Denn wenn sich das eigene Haustier wohlfühlt, fühlt sich der Mensch umso besser. Und wieder heißt es, Ferienspaß mit dem Ferienpass. Ping-Pong sagte man einst bei uns zu einem mittlerweile weit verbreiteten Breitensport. Die Sektion Tischtennis des ESV Bruckadamur veranstaltete auch heuer wieder in der Volksschule Berndorf einen Sommerkurs. Tischtennis, eine Sportart, die vornehmlich in der Halle ausgeübt wird, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Es gibt überall Talente und man muss für Tischtennis im Breitensport eigentlich nur den Spaß mitbringen und eben die Zeit, dass man sich an den Tisch stellt und eben ein bisschen Tischtennis spielt. Und mit dieser Sportart im nationalen und internationalen Spitzenfeld zu landen, bedarf es schon eines langen und harten Trainings. Wir unterscheiden beim Breitensport, wie gesagt, den Spaß beim Spielen. Beim Spitzensport sind natürlich ganz andere Kriterien gefragt. Das ist Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, Freude mit dem Ball zu spielen und einfach topfitte Konditionen und Ehrgeiz zum Siegen. Wann kristallisiert sich denn ein Talent heraus? Das ist schwierig. Normalerweise sieht man mit 6, 7, 8 Jahren schon, ob es sich ein Talent, wie wir es sagen, für den Ballsport eignet und vielleicht einen Spitzenrang österreichweit erreichen kann oder eben nicht. Beginnen sollte man eben spätestens, wenn man im Leistungssportsegment arbeitet, mit 7, 8 Jahren, maximal 9 Jahren. Tischtennis ist ein Sport, den man zu allen Jahreszeiten ausüben kann. Vorteil: keine Witterungsabhängigkeit und vor allem keine Windeinflüsse, sondern volle Konzentration auf schnelle Ballwechsel sind die wichtigsten Kriterien. Wie ist es denn mit der Teilnahmezahl? Hat sie zugenommen gegenüber dem letzten Jahr? Die Teilnahmezahl hat sicher zugenommen. Das Einzige ist, dass die Kinder oder die Eltern immer weniger Zeit finden, dass sie ihre Kinder für den Spitzensport freistellen. Das liegt an der Belastung in der Schule und an anderen Belastungen. Und das ist der kleine Wermutstropfen. Aber sonst im Breitensport sind wir sehr zufrieden mit der Kinderanzahl. Was muss man tun, um hier mitmachen zu dürfen? Man muss seine Eltern überreden, dass sie einen zum Training bringen. Das ist das Wichtigste, um Verständnis haben und einfach den Spaß am Sport und den Spaß am Spielen und vielleicht das Glänzen in den Augen, wenn man so einen weißen Zelluloidball in der Hand hält und sagen, ich möchte, das ist das Wichtigste. Was so ein kleiner Zelluloidball alles bewirken kann, versetzt einen immer wieder in Staunen. Ab jetzt Nehmer TV auch auf Facebook. Ihr findet uns und unsere aktuellen Sendungen unter www.facebook.com/nehmertv. Wir warten auf eure Likes. Heute dominierte der Regen in der Steiermark. Sonne gab es keine und auch die Temperaturen waren mit maximal 22 Grad recht bescheiden. Auch morgen Donnerstag gibt es viel Regen. Erst am Nachmittag kann es da und dort einige Auflockerungen geben. Die Höchstwerte liegen am morgigen Donnerstag bei 23 Grad.